Hallihallo, meine kleinen Entchen. Willkommen zurück zur vierten Folge von Kingdom Classic. Und heute könnte es mal wieder sein, dass es die letzte Folge ist. Nicht, weil ich keinen Bock mehr auf das Game habe, sondern einfach, weil wir... Alter, ihr seht schon oben rechts, wie viel Gold wir haben. Weil letzte Runde der Lachs richtig gelöppt hat, Alter. Wir haben richtig viel aufgebaut, richtig viel Verteidigung rechts. Wir haben links auf jeden Fall nochmal... Viel zu viel Gold. Wir haben links auf jeden Fall nochmal secured, dass da auch wirklich nichts passiert. Und Tatsache, es passiert wirklich nichts. Wir haben richtig viele Farmen gebaut, das heißt, wir machen jetzt richtig Asche. Und heute würde ich mich darauf fokussieren, auf der rechten Seite auch, ich sag mal, fertig zu machen, ne? Also Portale abreißen, Monster kämpfen und so weiter. Weil je länger wir brauchen, umso stärker werden die Monstergegner. Und das ist, und also umso stärker heißt, umso mehr kommen von auch von den stärkeren Monstern, also von den Fliegeviechern, von den dicken sowieso und so weiter. Und I can tell you, das ist richtig ekelhaft. Deswegen versuchen wir das mal zu vermeiden. Den noch ein bisschen Geld. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich habe. Oder was ich kriegen kann. Ja, das ist genau die Menge, von der ich rede. Perfekt. Ja, der hat auch noch ein paar Groschen. Der hat noch einen Groschen. Gebt eurer Königin das Geld. Und jetzt ist der Geldbeutel auch schon voll. Deswegen rennen wir einfach mal weiter. Oh Gott. So. Katapult haben wir rechts. Sehr gut. Dann. Wir haben sehr viele Arbeitslose wieder in unserer City. Und wird schon wieder repariert. Ja, das ist also immer noch ein harter Kampf. Hier ist eine Farmstelle. Hier ist nochmal eine Farmstelle. Hier ist eine Mauer. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir... Also ich hätte trotzdem eigentlich ganz gern ein... Alter, da ist ja noch einer. Hallo? Ich hätte trotzdem ganz gern eigentlich Mauer und Turm. Deswegen gucke ich mal, ob ich hier irgendwo so eine Stelle finde. Dass wir einfach ein bisschen unser Reich nach vorne erweitern. Hier wäre zum Beispiel Möglichkeit, hier hätten wir mehrere Türme sogar. Diese Türme sind ja praktisch gegen alle gut, außer gegen die Fliegeviecher. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine gute Idee. Und da ist das Portal. Und es fängt nämlich gleich schon wieder die nächste Nacht an. Komm, komm. Ab ins Lager. Also, ich muss echt noch überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, was mir gerade einfällt, ist Ritter. Ich glaube, wir haben nämlich zum Beispiel noch nicht. Wir lassen mal hier ein bisschen Gold, damit die Bettler hier auf jeden Fall durchkommen. Wir haben nämlich, glaube ich, noch nicht den zweiten Ritter auf der rechten Seite. Und ich glaube, das wäre tatsächlich was, was wir holen. Weil ich vermute sehr stark, also ihr seht hier, da unser Banner schwarz-pink oder violett, nee, nicht violett, doch schon pink, schwarz-pink ist, haben hier die Leute vom Kommando. Im Gegensatz zu den Jägern, wirklich eine spezielle Montur, die dann wirklich schwarz und pink gefärbt ist. Und ich vermute mal ganz stark, je mehr Ritter man hat, umso mehr von diesen speziellen Bogenschützen fürs Kommando kann man auch mitnehmen. Hä? Ich hab das. Ich wollte es doch dem Ritter geben, nicht euch Bogenschützen. Oh Mann. Aber jedenfalls würde ich sagen, wir nehmen mal hier noch den zweiten Ritter dazu. Wir upgraden hier auf jeden Fall den Turm. Weil der ist so gesehen. Also, unsere Base ist kein Problem, weil die rennen. Für die Monster ist die Base einfach nur eine Mauer quasi. Die rennen da einfach weiter durch. Das ist nicht so das Problem. Aber für uns ist das dann halt. Da wird Verteidigen schwieriger. Deswegen upgraden wir hier einfach mal auf Maximum. Dass, falls die mal irgendwann hier durchkommen sollten, dass sie auf jeden Fall trotzdem noch sicher sind. Und wir holen uns nochmal 2, 3. Aber wir haben so viel, also so 4, 5, ja gut, 5. 5 Bogenschützen. Da können wir jetzt wirklich richtig viel investieren, weil rechts wird dann richtig gerödelt. Okay, wir hatten Glück. Oder ich habe einfach nur so viel Gold liegen lassen. Wir können mal schauen. Also entweder hatten wir Glück und es kamen keine Monster, oder... Ja, tatsächlich, wir hatten Glück, weil hier liegt immer noch das Geld, das ich hingelegt hatte. Dann würde ich sagen... In der Hoffnung, dass wir noch einen Bauarbeiter frei haben. Wobei, nein. Nein, 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 das machen wir noch nicht. Ich will erst richtig viele Leute haben.
Ich werde jetzt richtig viele Leute haben. Das heißt, ich baller jetzt echt. Ich sammle Geld an und baller Bogenschützen raus. Das ist jetzt das, was ich mache. Weil das sind hier mir immer noch viel zu wenig hier. Ich will hier wirklich massenweise haben. Wir machen aber auch sicherheitshalber mal nochmal einen Bauarbeiter. Einfach wegen der Sicherheit. Zack. Und dann checken wir nochmal ab, wie die Farmen laufen. Die haben nämlich jetzt auch wieder Geld angesammelt. Jemand von euch hier noch Geld? Ja, Tatsache. Dafür brauchen wir noch Geld. Oh, warte mal, ist der rechte Turm der Base gesichert? Ja, sehr gut. Gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, man kann auch die Base noch ein weiteres Mal upgraden. Das würde ich, glaube ich, heute auch versuchen, mal anzugehen. Einfach, damit ich es auch euch gezeigt habe, weil ich habe das tatsächlich auch noch nie gesehen. Für mich ist die Burg das weiteste, was ich je gesehen habe. Deswegen schauen wir mal, ob da jetzt beim Lagerfeuer was aufploppt, wo man Geld ausgeben kann. Noch nicht, okay. Dann sammeln wir weiter Cash, nehmen ein paar Arbeitslose, ein paar Bettler mit, meine ich. Nice, dankeschön. Du hast noch ein bisschen was, sehr gut. Es ist so geil, die ganzen Farmen. Ich hätte es echt schon versuchen müssen, früher zu machen, weil die lohnen sich richtig. Wir haben gar keine Geldprobleme mehr, das ist wunderschön. Jo, noch mehr Geld, geil. Alter, okay, wir haben langsam Capacity erreicht. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Lager. Und holen uns noch mehr Bogenschützen. Ich spam damit jetzt wirklich alles voll. Ich will ein Maximum an Bogenschützen haben. Weil hier sind immer noch so viele Arbeitslose. Die können alle immer noch an die Front. Ja gut, ein paar gehen nach links. Das ist ein bisschen dumm tatsächlich, aber... Gut. Das Lager hier ist voll. Sehr gut. So. Das Kommando ist jetzt mittlerweile schon ziemlich stark. Hier sind Ritter. Den gebe ich jetzt mal möglichst viel... Nein, hört auf, mir Geld zu geben. Ich wollte doch, dass die Ritter mir... Dass die Ritter es denen ihren Sold geben kann. Dem? Warum funktioniert das nicht? Ich finde, in solchen Momenten wäre es praktisch, wenn man irgendwie zum Beispiel auswählen könnte, wie man es gibt. So ein bisschen so wie in Among Us, wenn man quasi mehrere Leute auf einem Haufen stehen und dann hervorgehoben wird, wen man killt, wenn man jetzt auf Kill drücken würde. Das wäre tatsächlich, glaube ich, ganz hilfreich. So, diese Runde wird wahrscheinlich richtig abgehen. Ich hoffe, ich habe die Sounds jetzt leise. Ja, da geht's. Da wird schon geballert. Da wird schon ordentlich geballert. Ich mach mal die Musik, fällt mir gerade ein. Hier ein bisschen lauter. Die haben wir ja nur wegen dem einen Lied zurückgestellt. Ja, das ist bisher nur das Fußvolk. Jetzt kommen wahrscheinlich nämlich gleich Monster und alles. Oder? Nicht? Hallo? Nicht? Okay, gut. Dann aktivieren wir den Angriff. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich genug. Ja, nein, die stehen so viel Ärger, das ist richtig geil. Wir droppen denen mal Money. Aber anscheinend sind die Ritter schon total voll. Okay, die sind echt schon voll. Nehmen wir das Geld mal mit. Weil zum einen können wir damit dann nämlich jetzt unser Lager hier ein bisschen erweitern. Zum anderen können wir damit am Anfang zumindest dafür sorgen, dass die Ritter nicht direkt draufgehen, sondern dass wir quasi jedes Mal, wenn die ein Goldstück verlieren, wir ihnen wieder ein Goldstück geben. Sodass die quasi länger leben. Was ja tatsächlich nicht mal so übertrieben ist, weil die stärkeren Monster, also diese Dicke und das Fliegevieh, die killen halt auch. Also die meine, die kleinen Monster, die rammen die halt quasi, dass sie wieder zu Bettlern werden. Oder halt, ne, die rammen die, dass sie erst zu Arbeitslosen und dann zu Bettlern werden. Die Fliegeviecher und der Dicke, die hauen die einfach einmal um und dann sind die futsch. Das ist ziemlich mies. Kann man hier bauen? Warte mal. Sagen wir, dass diese beiden Bäume hier weg sollen. Da ist der Angriff. Da ist wieder der Händler. Den Händler benutze ich tatsächlich nicht. Das habe ich am Anfang immer gemacht, aber das ist ziemlich... Also ich finde es ziemlich scheiße. So, jetzt geht's ab.
Portal ist zerstört. Jetzt geht gleich wieder der Punk ab. Ja, geht ab. Ich drop noch Gold. Der erste zieht sich wieder zurück. Hä? Hey, sag mal. Oh, jetzt. Ja, da kommen jetzt die richtige Armada. Ab geht's. Nein! Ich hab die Bauarbeiter hingeschickt. Das war vielleicht rückblickend ein wenig unklug. Nicht sterben, Gabriel. Nicht sterben. Alter, ich war in komplette Panik. Aber ich weiß halt, wie schnell man vor lauter Dummheit seine Krone verlieren kann. Dann hat man halt das Spiel verloren, weil dagegen kannst du nichts mehr machen. Das ist richtig. Weil man selber kann ja nicht kämpfen. Man selber kann quasi nur mit Gold interagieren. Deswegen. Nein, wo läufst du denn hin? Dreh dich um. Dreh dich doch um. Lauf doch da nicht hin. Oh nein. Ich habe jetzt ein paar Bauarbeiter und ein paar Soldaten in den Tod geschickt. Weil ich ja die zwei Bäume gefällt habe. Oh. Ente, Ente, Ente. Ja, der rennt jetzt auch dahin, weil er denkt, huh, da ist ja keiner, der den Baum jetzt fällt. Was mache ich denn jetzt? Aber immerhin, wir haben ein Portal weg. Das ist schon mal das Wichtigste. Das heißt, insgesamt müssten jetzt weniger Gegner kommen. Als davor, zumindest. Okay, das heißt, wir können wieder in Hämmer investieren, zwei Stück. Dann gehen wir nämlich mal nach links, wieder ein bisschen Cash abholen und vor allen Dingen Arbeitslose. Ich meine Bettler. Das sollte jetzt für unsere Soldaten kein großes Problem sein. Es bringt ja nichts, wenn ich dabei stehe. Es macht ja jetzt keinen Unterschied, ob die Soldaten jetzt stärker kämpfen. Also zumindest soweit ich weiß nicht. So, hallo. Zwei neue fleißige... Ich wollte gerade sagen gefräßige. Zwei neue fleißige Arbeiter. Ich könnte eigentlich auch... Fällt mir gerade auf, ich könnte auch einfach nach rechts laufen, weil zum einen... sind die Soldaten oder die ganzen Soldaten jetzt zu Bettlern zurückgemacht. Das heißt, ich kann die einfach wieder eincashen. Und zum anderen haben wir rechts nämlich auch Bettlerlager. Da muss ich nämlich nicht so weit nach links rennen. Na, schauen wir mal. Alter, weißt du, das ist eine Farm und mein Geldbeutel ist jetzt schon wieder quasi voll. Naja, nicht ganz, aber zu zwei Dritteln voll. Und wir haben Tag 30. Wir haben jetzt XXX erreicht. Ich glaube, das schreibe ich in den Titel, dann bekomme ich wieder viel zu viele Klicks. Weil irgendwelche horny Teenager nach irgendwas mit XXX googeln. Ah, die Musik kickt wieder rein. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Oh Gott! Hey, sag mal. Also ich laufe jetzt mal weg, aber wir sind doch jetzt Soldaten. Warum rennen die denn nach links? Hä? Seid ihr dumm? Warum rennt ihr denn nach links? Hä, vor allem? Hä, nee, warte mal. Das verstehe ich nicht. Die Monster haben was aufgesammelt. Und die rennen einfach... Oh Gott! Hä, ich dachte, die kommen damit easy klar. Ja, nee. Hä, wie sind die denn durchgerusht, ey? Ja, fuck, ich glaube, das war's. Wobei, noch sammeln sie sehr viel. Also noch haben wir Chance, aber da sind halt... Ich habe nicht so viel in die linke Seite investiert, weil ich dachte, die rechte reicht locker aus. Ach du Kacke. Ah, knallt die ab. Aber wir haben... Gott sei Dank sind noch ganz... Also ab und zu immer ein paar Leute nach links gelaufen. Die werden uns jetzt komplett wahrscheinlich den Arsch retten. Aber heilige Scheiße, sind die weit gekommen, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass die komplett... Also... Die sind ja quasi, ich weiß nicht, komplett... durch unser Lager durch. Ich meine, die standen an der Außenmauer. Warte mal. Hier, genau. Das haben wir jetzt aufgebaut. Das ist nämlich ein Portal. Damit kann man nämlich... Ja gut, also die Monster haben jetzt irgendwas eingesammelt und fühlen sich toll. Aber die haben anscheinend auch schon ein paar Farmer erwischt. Sehr gut. Boah, Alter, stehen da viele Leute. Alter. Okay, gut. Also hier kommen sie safe nicht durch. Wir schauen mal kurz rein. Das ist nämlich ein Portal, mit dem wir jetzt quasi Vision haben, wo wir sehen können. Hier ist noch ein Monster, das was eingesammelt hat. Hier sind richtig viele Monster, die was eingesammelt haben. Komm, komm, noch ein bisschen. Hier sind überall nur Monster, die was eingesammelt haben. Ja, die jucken mich nicht. Die greifen nämlich weder mich an, noch machen die sonst irgendwas. Und die werden hier easy weggecasht wahrscheinlich. Ja, die werden halt einfach nur weggeknallt. Ja, ich habe viel zu viel Geld. Alter Scheiße. Da rennt noch ein Jäger. Der hat gar keine Ahnung, wo er hin soll. Scheiße.
Komm, das kann doch nicht sein, dass ich jedes in jedem Let's Play verkack. Der Dicke spawnt halt die ganze Zeit neue Viecher. Ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich hat er Unlimited. Kommen die durch? Weil die rennen so nach links, als ob da irgendein Portal wäre. Kommen nicht durch, oder? Nee, okay, gut, die kommen auf keinen Fall durch. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt weiter nach rechts laufe. Vor allem, es wird schon wieder Nacht. Das heißt, es kommt jetzt schon die neue Welle, obwohl wir... Okay, ja. Wir droppen einfach mal Geld. Fucking hell, was ist das denn? Alter, okay, haben die viel Geld gesammelt. Heilige Scheiße. Da geht's schon wieder weiter. Da geht's schon wieder weiter. Ach, du Kacke. Aber das heißt, wenn da so viele kommen, das heißt, die Dicken sind auch noch nicht weg. Kacke. Was sind das denn so viele? Ja, da geht's direkt weiter. Ich kann einfach nur Geld droppen und hoffen, dass die Monster das ignorieren. Ich habe gesagt, ihr sollt das ignorieren. Geld. Da kommen zwei Dicke. Ach du Kacke. Ich verliere ernsthaft in der vierten Folge? Ich hätte niemals dieses Portal angreifen sollen. Was ist denn jetzt los, Alter? Tag 30 und... Und hier geht die Post ab. Ja, moin, das war's. Das war's. Ich kann... Okay, ein Dicker ist tot. Vielleicht war es doch noch nicht. Beide Dicke sind tot. Aber was... Hey, warte. Was passiert denn jetzt? Tag 31. Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt nicht instant unser Lager wieder aufgebaut haben, sind wir direkt tot. Geil! Hier sind jetzt wahrscheinlich richtig viele Bettler. Nein, gib... Alter, Junge, hör doch auf, das einzusammeln. Hier sind Bettler. Ich brauche jetzt alles, was ich kriegen kann. Hier, warum geht's... Es geht direkt weiter! Willst du mich verarschen? Oh Gott, die haben noch nichts, die haben noch nichts. Hä, wo rennt die hin? Die greifen mich gar nicht an. Die werden jetzt ja nicht weggearscht, oder? Die werden jetzt weggenascht. Ja, die ziehen sich zurück anscheinend. Okay, dann renne ich jetzt einfach mal weiter. Okay. Das, aber die Leute, die Bewohner rennen hier auch nicht mehr. Das heißt, die haben jetzt halt echt alle... Der Großteil ist anscheinend mit den Waffen und Werkzeugen nach rechts gerannt. Alter. Wie ich einfach in Tag 30 quasi sterbe. Alter, hier sind so viele Arbeitslose. Scheiße. Oh Gott, ey. Kommt, holt euch euer Geld ab. Ach, du Kacke. Alter, die Türme haben wahrscheinlich echt guten Beitrag geleistet. Fuck. Vor allem, jetzt sind die überall Mauern... Ja, genau, hier sind jetzt überall Mauern abgerissen. Nice. Ach, du Scheiße. Eieiei. Wie kann das denn passieren, ey? Mehr Türme, los, Upgrades. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil die Türme sind wirklich... Die waren jetzt anscheinend, glaube ich, echt Teil von Lightsaber. So, zwei Ritter wieder. Ich hoffe, das war jetzt wirklich nur wegen dem Angriff, weil ansonsten sind wir jetzt gleich wirklich komplett tot. Hier muss ich wieder aufbauen. Jetzt habe ich schon wieder kein Geld mehr. Und vor allem, jetzt haben wir keine Farmer, die irgendwas aufbauen. Es ist ein einziges Desaster. Oh, die haben noch Geld. Sehr schön, sehr schön. Ich brauche nämlich schnell wieder Bettler. Hier sind hier noch ein paar. Hier sind noch bestimmt noch ein paar. Nicht. Okay, dann drehen wir direkt wieder um. Fuck. Bitte sag mir, jetzt kommt keine Welle. Wenn jetzt eine Welle kommt, bin ich direkt... Also brauche ich gar nicht mehr weiterspielen im Prinzip. Hat irgendjemand von euch noch Geld? Hallo, irgendjemand? Nur ein paar Groschen, das muss nicht viel sein. Sehr gut, die bauen da den Turm wieder auf. Ihr habt noch Geld, ihr habt noch Geld. Sehr schön. Sehr schön. Dann nehmen wir hier... Die ziehen sich... Hä, wohin läuft ihr denn? Läuft ihr jetzt nach links oder was? Ah ne, ihr lauft hinter den Turm. Ja, reparier mal schön, mein Junge. Weil sonst gibt's ja nie wieder was zu reparieren. Wo rennt ihr hin? Die reißen immer noch den Baum ab. Ach du Scheiße. Hört doch auf damit. Katapult brauchen wir noch. Stimmt, Katapult brauchen wir noch. Wir brauchen alles. Wir brauchen noch Farmer wieder, glaube ich. Da geht's direkt weiter. Oh Gott, mit was kommen die? Ja, noch scheint's die Bogenschützen. Fliegeviecher. Geil, ein ganzer Turm auf einmal weg. Aber die sind ultra langsam. Die kommen ja durch, stimmt, ganz vergessen, die Mauer ist ja noch gar nicht fertig gebaut. Ja moin, ich lauf.
Warum sind hier denn keine Bogenschützen drin, Alter? Etwas. Ich kann laufen. Ich kann direkt wieder weglaufen. Hier ist noch ein bisschen Geld. Okay, manche Bogenschützen sind anscheinend wieder an die Seite hier gecheckt. Das würde ich aber allerdings nicht retten, glaube ich. Ja, da geht nämlich wieder die Post ab. Ist ja nur Fußvolk. Und dann noch die Dicken? Oh Gott! Hä? Wir haben schon wieder überlebt? Okay. Weird, aber Gott sei Dank. Alter, ich dachte, ich mache heute fertig, so wie das aussieht. Wir sind bei Minute 20 und wir sind Alter, wie viele Arbeitslose hier sind. Wir sind bei Minute 20 und wir sind quasi tot. So, zack. Und hier, nehmt mein Geld. Alter, wie auch immer die da durchgekommen sind, ey. Hat irgendjemand hier Geld, bitte? Ich bin halt am Arsch, glaube ich. Der hat noch einen Groschen. Ich brauche jetzt alles Geld, was ich habe. Okay, der Farmer hat noch was. Okay, das ist aber gut. Die Farmer arbeiten wieder. Das heißt, langfristig, finanziell ist noch sicher. Schauen wir mal, wie lang noch. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert, bis die Monster uns überrennen, ey. Der hat noch Geld, sehr schön. Deswegen meinte ich, wir müssen da jetzt schnell ran. Alter. Aber das wäre jetzt zum Glück nur eine relativ kleine Welle. Habt ihr noch ein bisschen Geld? Die Jäger hatten, glaube ich, richtig viel Geld, weil die ganze Zeit sammeln konnten. Hier ist noch ein Arbeitsloser. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir kriegen können. Ach du Scheiße, Alter. Das ist, also... Ich hatte... Also, to be honest, dieses Projekt macht mir unheimlich viel Spaß. Deswegen war es für mich gerade so ein Schockmoment, weil ich halt dachte, nein, ich will jetzt einfach mal ein Projekt haben, eine Aufnahme, das mir sowohl Spaß macht, als auch, dass ich darin mal irgendeinen Progress habe und nicht wieder so lächerlich draufgehe wie in Dead Cells oder in... Ja gut, in Game Corps bin ich nicht draufgegangen, aber so hat es sich zumindest angefühlt. Keiner Geld hier? Okay. Wir werfen mal wieder einen Blick hier rein. Direkt gehen wir nach rechts. Weil wir gucken, ob man sieht, wo das nächste Portal ist. Okay, hier ist immer noch dicht. Hier sind überall Bettler. Alter, hier sind richtig viele Bettler. Ja, moin. Alter. Boah, ist das Bild. Grausam. So, ab geht's. Wir haben wieder ein bisschen Kohle. Muss jetzt bei jedem stehen bleiben, wo er Geld hat. Weil wenn er Geld hat, das brauchen wir jetzt. Okay, aber das heißt, im Prinzip, sobald man ein Portal angreift, kommt, sobald das Portal wirklich abgerissen ist, kommt dann wirklich, also wirklich alles raus. So wie es aussieht. Weil, also, ich meine, die Welle jetzt war wesentlich schwächer. Das heißt wahrscheinlich jetzt nur noch das eine Portal, deswegen ist es deutlich schwächer und deswegen kann man da wesentlich angenehmer verteidigen. Gott sei Dank. Auf der anderen Seite habe ich gerade fast das Spiel verloren, also ich weiß nicht. Aber ich hätte never gedacht, dass sie da einfach durchkommen. Also ich meine, wir hatten da Katapulte, massenweise Bogenschützen, Türme und alles. Also das ist halt, die sind da durchgegangen, als wäre das für die absolut kein Problem gewesen. So, wir machen mal hier einen Katapult, weil das ist starke Artillerie. Machen hier zwei, drei Baumeister, da geht schon wieder los, Alter. Schauen, wie weit sie kommen. Die Frage ist halt auch... Ja, okay, sie müssen gegen die Wandmauer hier auch boxen. Aber sie sind jetzt deutlich langsamer. Und da sind die Dicken. Okay, gut. Alles klar. Das war's. Scheiße. Also, wie viele Dicke sind's denn? Ja, moin. Okay, so viel rennen durch. Zwei Dicke sehe ich. Das ist drei? Zwei oder drei Dicke? Ich kann wirklich nur hoffen, dass die sich selber dadurch schwächen, dass sie diese kleinen Mini-Units deployen. Oder dass sie zumindest nur eine gewisse Anzahl deployen können. Weil die rennen jetzt halt alle nach links und werden halt wahrscheinlich abgefarmt. Basically.
Alter, ich baue da jetzt die Mauer auf und spam einfach nur noch Einheiten raus. Es ist halt... Was ist das denn, ey? Und vor allem, dass ich so dumm war und genau vor dem Portal zwei Bäume unbedingt abreißen wollte und jetzt rennen alle Baumeister ständig dahin und wollen die Bäume abreißen. Und gehen halt dabei drauf. Alter, es ist ein einziges Desaster. Mann! Dann gibt's halt noch morgen eine Folge, weil ich lasse das jetzt nicht so stehen. Die knallen ihn hier auch weg. Natürlich tun sie das. Die haben noch ein bisschen Kohle, sehr gut. Wir upgraden mal den Turm. Und wir können wieder rechts rennen. Geld sammeln. Die laufen nämlich noch mit Arsch viel Geld hier rum. Und einfach beten, dass die Dicken jetzt mittlerweile draufgegangen sind. Aber es scheint tatsächlich so... Alter, die haben halt... Die haben jetzt... Warte mal, die haben alle Farmer weggemacht. Die bringen hier gerade nur noch Sensen. Ach du Kacke. Alter, hier liegen einfach so viel Sensen. Damit könnte man eine ganze Armee ausrüsten, ey. Knallt sie weg. Kommen da jetzt noch die Dicken? Der hat noch Gold. Warte mal, der hat freie Arme. Greift der mich an? Ja, die greifen noch an. Es ist halt gleich neck. Also ich hoffe, das Game ist so drauf, dass wenn es sagt, okay, wir sind gerade under attack, dann schicken wir jetzt nicht nochmal eine neue Welle los. Weil sonst bin ich jetzt einfach gleich RIP. Wenn jetzt noch eine Welle kommen sollte. Halt sie weg. Kommt. Kommt schon. Kommt schon. Da kommen immer mehr. Da kommen immer mehr. Die Dicken sind also echt noch nicht tot. Die Farmer gehen zur Arbeit. Warte mal, das ist ja total dumm, nicht zur Arbeit gehen. Wenn ihr zur Arbeit geht, da sind immer noch zwei Dicke. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, die killen jetzt auch die Leute, sehr gut. Ich bin tot. Ja. Ich kann laufen. Ich kann noch laufen und vielleicht kommt der ein Wunder. Nein! Ich dachte zumindest den Tag überlebe ich noch. Mann, ich wollte jetzt alles wieder aufbauen. Gut, das wollte ich letzte Woche gefühlt nur machen. Aber wohin wollen die denn rennen? Hier ist doch nichts mehr. Also ich meine, ich höre einen Portalsound, aber wo rennen die denn hin? Ja, kommt. Mach mal's schnell. Hat ja keinen Zweck. Jetzt werden sie mich erstmal naschen, weil ich noch so viel Geld dabei habe. Wobei, warte mal. Ich habe so viel Geld dabei. Kann ich nicht einfach an denen vorbeilaufen? Jo, okay, man kann nicht an denen vorbeilaufen, gut. Als ob's das war, Mann, das gibt's doch nicht. Als ob's das war. Keine Krone, keine Königin. Tag 34. Oh mein Gott. Mann, das war so ein guter Try. Wir waren so rich in Folge 3. Wir waren komplett arm und dann waren wir komplett rich. Und jetzt kommt Folge 4. Und... Alter, nein. Nein, einfach nein. Mann, ich dachte, ich schaffe das jetzt mal. Ich habe gerade echt nicht übel Lust, dass ich einfach das Projekt nochmal mache. So, weißt du, Staffel 2 mäßig. Die Fortsetzung. Ey, als ob wir in Tag 34 draufgehen. Was ist das denn? Aber wie? Wie kommen die? Also im Prinzip, das Problem war, die sind beim ersten Mal durchgekommen. Beim ersten Mal, wo wir gepusht sind, sind die durchgekommen. Die Frage ist nur, wie zum Fick sind die da durchgekommen? Nee, ihr müsst euch halt überlegen. Wir hatten da Ritter. Und wir hatten Bogenschützen und wir hatten ein paar Bauarbeiter. Das heißt, die hatten jede Menge Gold und Werkzeug, das die wegnehmen müssen. Da kamen aber auch einige Dicke und ein paar Fliegedinger. Ja, alles noch verständlich. Aber wie zum Teufel sind die denn bitte dann durch die Mauern komplett durchgerusht? Also ich meine, wir hatten ja überall Türme stehen. Ihr habt's gesehen, wir waren ganz links bei unserer letzten Mauer links, wo noch einige Jäger standen und so weiter. Und da kamen immer noch zwei Dicke. Gut, die sind draufgegangen, aber die kamen da noch an. Das heißt, offensichtlich haben die rechts alles weggemoscht. Die haben Türme ausgehalten und so weiter.
Wie viel kam denn bitte aus diesem Portal raus? Wie viel kam denn bitte aus diesem Portal raus, dass die alles weggemacht haben? Weil, also ich meine, wenn zwei Dicke alle Türme und alles überleben, das ist ja, also da bist du ja komplett RIP. Mann. Oh, ist das traurig, ey. Ich hab noch vorhin gesagt, ja, ich will jetzt eigentlich mal ein Let's Play gewinnen und nicht wieder so dumm draufgehen wie in Dead Cells, Alter. Und literally 5 Minuten später. Oh Gott. Aber wie sind die denn da durchgekommen? Ihr müsst euch überlegen, wenn die nicht gerade was hatten, also wenn die nicht Gold oder ein Werkzeug oder eine Waffe getragen haben nach links, mussten die durch jede Mauer durch. Und an, im Prinzip jeder Mauer stand auch mindestens ein Einserturm, wenn nicht sogar ein Zweier- oder ein Dreierturm. Und die sind überall durchgekommen. Die standen an jeder Mauer, haben die jede Mauer weggeboxt und so weiter. Das Ding ist, was ich mir gerade überlege, es könnte daran liegen, aber das, ich hoffe, das stimmt nicht, weil dann musst du ja noch mehr Geld haben. Also brauchst du ja noch mehr Geld, dass du quasi die ganze Zeit reinvestieren kannst. Dass es daran liegt, dass ich halt links irgendwann dachte, gut, da kommt nichts mehr. Also habe ich weder die Türme noch die Mauern da geupgradet. Weil ich halt dachte, warum soll ich die upgraden, wenn links halt keine Bedrohung mehr ist? Alter. Nein, ey. Gut, dann muss ich mir anscheinend ein neues Format für morgen überlegen. Alter. Das ist wirklich... Ah, Gott. Weil ich weiß schon, weil meine Freunde das ja auch schauen, ich weiß jetzt schon, dass ich mir heute Abend wieder was beim Zocken anhören muss, wie scheiße ich gespielt habe, dass die so easy da durchgekommen sind. Fuck. Das ist ja komplett RIP. Und wie wir auch gerade am Ende gesehen haben, die Dicken, du kommst da nicht vorbei. Die boxen dich einmal, dann ist alles Geld weg. Das heißt, du kommst vielleicht an einem Dicken vorbei, aber dann brauchst du noch einen Hit, dann bist du tot. Fucking hell. Und vor allem das am Ende, da laufen die mit den ganzen Sensen von den Farmern. Und dann kommen die ein paar durch, boxen ein paar Bogenschützen, warum auch immer, weil eigentlich müssten die laut Logik ja erstmal die Waffen und Werkzeuge aufnehmen. Die Bogenschützen werden zu Arbeitslosen, die Arbeitslosen denken, oh, ich bin arbeitslos, ich muss ein Werkzeug finden. Das erste Werkzeug, das sie natürlich finden, eine Farm. Dann läuft dir erstmal so eine Gruppe von Farmern, so einer riesigen Horde von Monstern entgegen. Und die Zahl der Bogenschützen wird immer kleiner. Oh Mann. Es ist so dumm. Es ist so dumm und traurig. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe dieses Spiel geliebt und in Folge 4 bin ich draufgegangen. Mann. Echt. Alter. Ich muss mir echt nochmal das Video anschauen. Und dann nochmal gucken, was da passiert ist. Also ja, ich weiß, was passiert ist, aber also offensichtlich war es ein kompletter Fehler in meinem jetzigen Zustand oder in meinem Zustand Anfang der Folge. Ich formuliere es anders. In dem Zustand, den ich hatte, bevor ich den ersten Angriff nach rechts gemacht habe, anzugreifen. Weil offensichtlich hatten wir viel zu wenig Defense. Also ich meine, links hat das immer geklappt, ne? Wir hatten ein bisschen Defense, wir haben ein Kommando nach vorne geschickt, Kommando wurde wie immer aufgemischt, aber wir hatten ein Portal zerstört. Rechts lief so ab. Wir haben ein großes Kommando hingeschickt, die haben das Portal weggemacht, easy. Dann kam da gefühlt, keine Ahnung, alle, ich weiß nicht, der Todesstern kam aus diesem Scheißportal raus. Und auf einmal bricht unsere gesamte Defense zusammen. Und vor allem am nächsten Tag, die nächste Welle, da war ein Dicker dabei und zwei Fliegeviecher und der Rest nur Infanterie. Ich meine, ja, die macht auch Damage, aber die ist nicht ansatzweise so stark. Weil die Dicken, die können ja neue kleine Viecher spawnen und halten super viel aus und machen super viel Schaden. Der einzige Nachteil von Dicken ist, dass die halt super langsam sind. Deswegen kannst du halt richtig reinhämmern. Und sie sind groß, deswegen haben sie eine große Hitbox. Alter. Also... Ich habe auch gerade irgendwie gar keine Motivation mehr, jetzt hier so eine fröhliche Abmoderation zu machen, weil ich bin halt einfach nur komplett geflasht gerade. Oh Mann. Es war so ein guter Try. Wir hatten links fertig, wir hatten sau viel Geld. Aber die Ostfront, Freunde, die Ostfront. Damals wie heute bricht die natürlich zuerst zusammen.
Ah, bitter. Wirklich bitter. Wirklich bitter. Aber naja, dann würde ich sagen, gehe ich mich jetzt in Selbstmitleid und Trauer ertränken. Ich gehe, glaube ich, echt einfach kurz in den Laden und hole mir Alkohol, echt. Nein, alles gut. würde ich sagen, wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Wenn ihr, und das meine ich jetzt wirklich ernst, wenn ihr mehr sehen wollt, zum Beispiel nämlich einen weiteren Teil dieses Projektes, also zum Beispiel eine neue Staffel, also einen neuen Versuch, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung, mal schauen. Und ansonsten sind wir mal gespannt, je nachdem, was dann morgen kommt, weil ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir schon so schnell fertig sind heute. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Je nachdem, wenn ihr es wieder schaut. Und tschüss, auf dass ihr nicht ganz so viel Pech im Leben habt wie ich.